Ja, hallo liebe Schachfreunde und herzlich willkommen zum Teil 2 von Sippens Springer G7. Ja, wir werden uns jetzt einmal der Hauptvariante widmen und da haben wir zwei Züge, die wir uns jetzt anschauen werden, und zwar Achtens B6 und Achtens Rochade. Und dann gehen wir einmal direkt in die Stellung rein. Ja, also Weiß hat jetzt wieder den Zug Turm E1, also wir sind in unserem normalen Setup, in unserem Metier. Und ja, Schwarz hat jetzt zwei Optionen. Also einmal Rochade und den häufigst gespielten Zug B6. Da gehen wir einmal auf Rochade ein. Ja, wir spielen erst einmal jetzt C3. So, die Idee von C3 ist eigentlich ganz einfach. Und zwar wieder, weil Schwarz sich mit der Rochade festgelegt hat, E5 zu spielen. Und danach natürlich wieder das bekannte Manöver Springer F1, H4, Läufer F4 und so weiter, ja, mit einem Königsangriff. Hier im Gegensatz zum Abteil davor mit H6, Achtens H6, ist es natürlich nicht mehr so schlimm für den Weißen, weil Schwarz droht kein G5. Aber auch wichtig zu wissen, wenn Schwarz H6 einstreut, müssen wir immer direkt H4 spielen, damit wir E5 weiter aufrechterhalten können. So, wir schauen mal ganz kurz B5. Ja, auf der Diagonalen möchte Schwarz ganz gerne hier Stress verbreiten, möchte gerne Bauer B4 spielen und auf den C3 gehen. Ja, ist für uns aber gar nicht so schlimm, weil wir spielen einfach E schlägt D5. E schlägt D5 ist der Hauptzug, Springer D5 ganz kurz. Gibt es ein Problem nach Springer E4? Sagen wir mal, der Bauer würde gedeckt und jetzt kommt einfach A4. So, wie wir schon sehen, hier in der Stellung ist das Problem, A6 geht für Schwarz gar nicht, weil sonst nehmen wir auf B5 einmal raus. AB5 klappt nicht, wie der Pfeil schon anzeigt. Turm A1, Turmstärke A8, das heißt, der Bauer wäre gefesselt. B4 ist eigentlich die einzige Option. Verliert aber jetzt auch taktisch und Material für Schwarz nach C4. Der Springer geht zurück. A5, der C5-Bauer ist unter Beschuss. Die Dame darf also nicht wegziehen, sonst fällt er. Und ja, jetzt nehmen wir einfach auf F6, greifen den Turm auf A8 an. Ja, und nach Turm B8 haben wir sehr viele Optionen. Der beste Weg ist es wahrscheinlich wirklich einfach Läufer F4 zu spielen mit der Drohung Springer G4. Beide Figuren sind angegriffen, aber auch eine Verstärkung wäre natürlich Dame A4. Also das könnte man auch machen. Läufer B7 ganz kurz, es kommt einfach eine Springergabel auf die 7 und Schwarz verliert hier Material. So, B5 ist nicht nachzuahmen nach Springer schlägt D5, das heißt nach ED5 muss ED5 kommen. Wir spielen Springer B3. Warum? Wir wollen gern das Feld C4 unter Kontrolle bringen und am liebsten natürlich unseren Springer dort eingraben. Schwarz hat zwei Möglichkeiten. Einerseits natürlich den Bauern nach B4 zu spielen, andererseits den Bauern nach C4 zu spielen. Wir schauen mal kurz, was passiert. Nach B4 möchte ich das Feld C5 unter Kontrolle bringen. Deswegen spiele ich D4, nimmt auf C3, nimmt zurück. Und ja, jetzt nach C4 wäre natürlich der Hauptzug, aber nach C schlägt D4 kommt einfach Springer D4. Und hier haben wir natürlich auch wieder dynamische Ideen, also aufgrund dieses Läufers irgendwann mal C4 zu spielen, zeitgleich aber natürlich auch Läufer A3 mit der schönen Diagonale oder Läufer G5 mit der Diagonalen, um den Gegner zu F6 erstmal zu zwingen. Also das wäre der Plan danach. C4, dann spielen wir einfach Springer C5. Und ja, hier habe ich als Weiß auch eine sehr angenehme Stellung, weil der Springer auf C5 ist natürlich wie ein Anker. Ja, den kriegt man gar nicht weg, weil keine Figur kann den erstmal so schnell angreifen. Zeitgleich kann ich als nächstes einfach meine Dame auf A4 parken. Das ist auch eine Sache. Und meinen Läufer natürlich wieder nach G5 stellen, um dann auch wieder eine Fesselung aufzustellen, beziehungsweise den Gegner zu dem Zug F6 zu zwingen. So, das würde natürlich wiederum das Feld E6 schwächen, der Zug F6. Das ist keine gute Idee. So, okay. Ja, das dazu.
Also sollte B5 wahrscheinlich besser nicht kommen, sondern B6 ist hier dann der Zug, den man machen sollte. Und ja, wie wir das schon im letzten Kapitel hatten, jetzt beginnt der Königsangriff nach E5 und nach Dame C7 ist er dreimal angegriffen, zweimal gedeckt. Ich muss den erst noch einmal decken und auch jetzt wieder einfacher Plan. Bauer geht nach H4, Springer F1 und dann Springer über H2 nach G4. Und natürlich der Tausch der schwarzen Läufer ist auch hier wieder das Ziel, wie wir es schon hatten. Ganz wichtig, um aufs letzte Kapitel zu sprechen zu kommen. Auf den Zug H6 muss ich H4 spielen, um das Feld zu decken und den Vorstoß zu vermeiden. Und dann erst kann ich meinen gewöhnlichen Plan fortsetzen. Also, das dazu. So, achtens Rochade hätten wir dann eigentlich abgeschlossen. Gucken wir jetzt mal auf achtens B6. Der Zug ist natürlich ja, deutlich häufiger gespielt. Auf 8 ins B6, dazu können wir erstmal sagen, der Schwarz hat sich mit der Rochade noch nicht festgelegt. Das heißt, er möchte noch flexibel bleiben und der hat auch noch theoretisch Abwartezüge, wie beispielsweise Läufer B7, Dame C7. Wir als Weißer können hier jetzt nicht mehr länger warten. Wir haben keine so richtig vernünftigen Züge, sondern wir müssen auf D5 nehmen. Wir wollen allerdings auch auf D5 nehmen, weil das ist hier auf jeden Fall eine vorteilhafte Stellung, die der Weiße danach reklamieren kann. Und zwar nehmen wir auf D5. Okay, zwei Optionen, ED5, Springer D5. Wir gehen erstmal auf ED5 ein. Das ist die etwas schlechtere Version. Ja, wir spielen jetzt einfach hier D4 an der Stelle. Und ja, das Ziel ist relativ einfach. Das Ziel ist nämlich auf C5 zu nehmen, Springer B3 zu spielen, um dann das Feld D4 zu bekommen. Das wäre so die Grundidee des Ganzen. Ja, Schwarz hat natürlich hier einige Züge, die wir jetzt in der Stellung analysieren. Ganz kurz dazu, tiefere Analysen habt ihr natürlich in der PGN von mir dazu, damit ihr auch keine Variante unbehandelt habt und vor allem auch detailliert habt, falls ihr einen tieferen Einblick in die Variante wollt. Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, euch dann noch weiter damit zu beschäftigen. Also wenn ihr das wollt, also dann könnt ihr in die Variante natürlich noch tiefer eintauchen. Das ist ja das Tolle am Schach. Es gibt so viele Möglichkeiten, man kann so viele Sachen berechnen, sich angucken, ausanalysieren. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, was wir hier besprechen, das ist eigentlich auch ausreichend, ja, oder beziehungsweise was ihr in der PGN findet, ist eigentlich ausreichend. Also mit dem Wissen, was wir hier erlangen werden, werden wir sicherlich gar keine Probleme haben, diese Stellung auf Gewinn zu spielen. So, D4 ist geschehen. Wie gesagt, wir wollen gerne auf C5 nehmen, Springer B3 spielen. Und ja, Schwarz spielt jetzt, sagen wir mal, beispielsweise C4. Und wir machen Springer E5. Ja, die Drohungen sind schon angezeigt, also wir drohen aktuell natürlich auf C4 zu nehmen. Und dann ist der Springer auf C6 unser Angriffspunkt. Sagen wir mal, es würde auf E5 genommen. Dann nehmen wir mit dem Bauern zurück. Ja, und das ist natürlich jetzt auch sehr unangenehm für Schwarz, weil einerseits natürlich drohen wir auf C4 zu nehmen, andererseits drohen wir aber auch unseren Springer nach D4 zu bringen. Und jetzt, wie man sieht, haben wir hier eine Bauernmehrheit am Königsflügel. Die eignet sich natürlich auch besonders gut anzugreifen. Ja. Springer E5, wie gesagt, das ist ganz gut für Weiß auf jeden Fall. Nach Springer schlägt E5 haben wir einen Vorteil. Springer schlägt D4, jetzt gibt es auch einen Klassenzug. Springer schlägt C4 und Springer E6. So, ja, ich wollte jetzt, wie gesagt, nochmal auf meine PGNs verweisen, weil hier habe ich die komplette Analyse drin. Das solltet ihr euch auf jeden Fall einmal anschauen, denn Weiß kann hier natürlich ganz normal weiterspielen und einfach gegen einen Isolani spielen. Also man könnte jetzt beispielsweise seinen Springer einfach nach D2 zurückstellen und dann vielleicht nach B3, um dann eine Blockade auf D4 zu errichten. Weiß steht hier in allen Situationen besser. Oder man kann hier Läufer G5 spielen mit einer taktischen Idee. Und zwar, wenn der genommen werden sollte, ups, jetzt bin ich ein bisschen schnell durchgehuscht. Wenn der genommen werden sollte, dann die Idee Springer C6 mit dem Plan, jetzt einmal
auf E7 zu nehmen oder die Dame zu nehmen. Oder wenn F6 kommt mit der Idee Springer C6. Weil, wenn hier eine Ablenkung erfolgt, nehme ich auf D5 und das Problem ist, jetzt kann Schwarz nicht mehr alle Probleme beheben. Ich drohe auf E6 zu nehmen, beziehungsweise wenn der Gegner sogar auf G5 die zweite Figur nimmt, nehme ich sogar noch auf C6 raus. Also alles in allem gewinnt Weiß Material und hier auch schon die Partie. Also ich lege D5, unter den Umständen können wir auf jeden Fall abhaken. Ja, widmen wir uns dann dem nächsten Zug. C schlägt D4, das ist die nächste Möglichkeit. Die ist natürlich insofern interessant für den Schwarzen, als dass er jetzt nicht nur ein Doppel-Isolani hat, sondern auch möglichst diesen Bauern auf D4 behalten möchte. Das wird allerdings leider nicht so klappen, wie wir jetzt sehen. Beziehungsweise wir freuen uns natürlich, dass das nicht funktioniert für Schwarz und spielen Springer B3. So, der Plan von Springer B3 ist, glaube ich, relativ klar. Wir wollen auf D4 den Bauern nehmen. Wir wollen den Isolani blockieren und die Blockadestellung festigen. So, Schwarz spielt Läufer G4, hindert uns jetzt daran, auf D4 zu nehmen, weil es eine Festung gibt. Ja, was macht Weiß? Weiß macht eine Gegenfestung mit Läufer G5. So, man könnte jetzt ja sagen, okay, Schwarz kann diese Diagonale ja unterbrechen, indem er F6 spielt. Dadurch schließt er allerdings auch seinen Läufer auf G7 aus. Ja, beispielsweise, es kommt F6, mein Läufer geht einfach weg. Und jetzt kann ich den Bauern auf D4 halt danach schlagen, weil der Läufer auf G7 kann diesen Bauern nicht mehr schützen. So, das wäre dazu. Natürlich nach Läufer G5 drohe ich auch einfach Läufer schlägt E7 und dann auf D4 zu schlagen. Also, Rochade nimmt auf E7, nimmt auf E7, nimmt auf D4 und ja, hier ist schon angezeigt, Weiß hat einen ganz einfachen Vorteil, ganz klaren Vorteil. Er spielt ja gegen Isolani, ja, hat einen sehr, sehr leichten Plan, indem er den Springer auf D4 festigt, mit Dame D2 die Türme verbindet. Und naja, gut, unser nächstes Ziel wäre es natürlich, Material zu tauschen, um den Isolani möglichst weiter zu schwächen. Also hier haben wir auf jeden Fall keinerlei Probleme zu spielen. Ja, Schwarz hat hier definitiv eine sehr unangenehme Stellung, weil ja, ein Materialabtausch ist auch ganz schwierig auf lange Sicht zu vermeiden. So, D4. Es kommt Rochade. Das ist wahrscheinlich der beste Zug hier an der Stelle für den Schwarzen. Wir nehmen auf C5, nimmt und spielen Springer B3. Und wie schon erwähnt, die Idee ist es natürlich, diesen Springer dann auf D4 einzugraben. Schwarz hat natürlich die Möglichkeit, den Bauern auch zu decken. Also Dame B6 wäre eine Idee. Aber wenn jetzt Dame B6 kommt an dieser Stelle, dann gibt es natürlich das Problem, dass ich einfach C3 spiele. Und nach C3 drohe ich Läufer E3. Der Bauer von Schwarz kann nicht so wirklich nach vorne marschieren, weil dann gibt es einen Massenabtausch auf D4 und der Turm auf A8 hängt einmal. Kommt C4, spiele ich Springer D4 und hier natürlich auch wieder die Blockade des rückständigen Bauern auf D5. Der ist rückständig, zeitgleich natürlich auch wieder Ideen, beispielsweise Läufer G5 mit einer Festung und den Schwarzen dann zu F6 zu zwingen, aber auch natürlich mit der Idee, dann Bauer C3 und die Dame nach A4 aktiv zu stellen. Also hier mehrere Möglichkeiten für den Weißspieler, auch hier ein klarer Vorteil, weil wir den D5-Bauern blockieren und unsere Figuren sehr harmonisch und leicht entwickeln können. Ja, das wäre es eigentlich auch zu der Stellung nach E schlägt D5, aber man muss auch sagen, Springer schlägt D5 ist hier der Hauptzug an der Stelle. So, wir spielen jetzt einfach in D4. Warum? Weil es geht. So, kommt Springer schlägt D4, das ist schon ein Fehler, gewinnen wir Material nach C4, weil der Springer auf D5 muss einmal weg. Dann nehmen wir auf D4 und der Turm auf A8 ist auch futsch. So, CD4. Okay, soweit so gut. Wir wollen uns natürlich diesen Bauern wiederholen. Und ja, jetzt in der Stelle hat Schwarz eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Einerseits Läufer B7, andererseits Rochade. Gucken wir uns mal Läufer B7 an.
Wir nehmen auf D4 und drohen jetzt mal wieder, ja, wie wir es auch schon hier kennengelernt haben, Bauer C4. Ja, dafür ist die Bauernmehrheit natürlich am Damenflügel interessant, weil man möchte diese natürlich ja, ins Rollen bringen. Sagen wir mal, es käme Rochade, Springer C6, Läufer C6, Springer D4. Ja, der Läufer ist angegriffen. Wird der Läufer gedeckt, kommt Bauer C4. Zieht der Läufer weg, kommt Bauer C4. Also beispielsweise hier einfach Material verloren, weil der Turm auf A8 auch noch durchhängen würde. Und ihr einziger Zug, um C4 zu verhindern, ist Läufer A4. So, das sieht erstmal ganz interessant aus, aber natürlich auch keine besonders tolle Konstruktion. B3 machen wir jetzt nicht, weil wenn B3 käme, ist natürlich das Problem, dass die Läuferdiagonale relativ stark ist und unser Springer dann zum Angriffsziel würde. Was machen wir? Dame G4. So, alle Drohungen sind hier angezeigt, außer Springer schlägt E6. Springer schlägt E6 ist natürlich eine Drohung, weil unsere Dame danach auch auf diesen Punkt schaut. Der fällt. Zeitgleich drohe ich allerdings auch natürlich den Bauern nach C4 zu spielen, um dann auf dieser Diagonalen aktiv zu werden und hier dann Material zu gewinnen. So, ja, die Stellung ist sehr, sehr unangenehm für den Schwarzen, auch nachteilig. Also Läufer B7 können wir einmal ausschließen. Es kommt Rochade. Okay, wir nehmen natürlich mit dem F-Springer, ganz einfach deswegen, weil wir wollen ja die Diagonale für den Läufer schon mal öffnen. Es kommt Springer D4, Springer D4 und ja, jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten für Schwarz. Einerseits natürlich könnte man Läufer A6 spielen, um halt den Zug Bauer C4 zu verhindern. Das wäre eine Möglichkeit. Andererseits könnte man allerdings auch Dame C7 spielen. Das ist die Hauptvariante hier, die ich angegeben habe, das häufig gespielte und ja, dazu komme ich gleich noch. Das habe ich nämlich diese Saison auch schon mal am Brett gehabt. Ganz kurz, Läufer A6 verhindert C4, wie gesagt. Jetzt gehen wir rein nach C6. Die Dame kann nach D7 gehen. Allerdings, jetzt gibt es ein Problem, weil also ich könnte natürlich auf D5 auch einfach jetzt nehmen. Also haben wir eben auch schon mal gehabt, dass man sich einfach jetzt hier den Bauern mitnehmen kann. Das wäre hier auch durchaus möglich gewesen. Das ist eine Option, aber nach Dame D7 hat man noch eine stärkere Option. Und zwar mit Springer B4 mit einer Fesselung und einem Doppelangriff. Ja, also Fesselung, weil einmal, zweimal und natürlich der ist attackiert. Das ist auch ein großes Problem für Schwarz. So, Dame D7, Springer B4. Ja, spielen wir jetzt noch hier Läufer B7. Dann gibt es natürlich hier einmal einen sogenannten Massenabtausch. Und jetzt gilt es einfach beispielsweise diesen Bauern einmal zu blockieren auf D5, beispielsweise mit Läufer E3 bzw. mit Bauer C3. Also Schwarz hier auch mit Problemen, beziehungsweise hier in der Stellung geht sogar einfach Bauer C4, sehe ich gerade, weil jetzt verliert Schwarz einfach Material. Also hier in der Stellung hängt einmal der Läufer auf B7, hängt einmal die Dame auf D7 und ja, das verliert hier natürlich sofort Material. Aber grundsätzlich ist natürlich dieses Spiel gegen Isolani auch interessant, aber da habe ich jetzt gerade zwei Varianten miteinander verwechselt. Hier natürlich gewinnt man nach C4 sofort Material. So, Springer B4 nach Dame D7 ja, führt zu einem Gewinn von Material. Dann haben wir natürlich noch Dame C7. Hier empfehle ich Läufer schlägt D5, Bauer nimmt einen Schach und dann auf D5 den Bauern wegzunehmen. Und ja, nach Dame C8 haben wir halt einfach einen Bauern mehr und jetzt natürlich mit dem Ziel, die schwarzfälligen Läufer zu tauschen. Zeitgleich natürlich auch interessant wäre es für den Weißspieler, wenn er es schaffen sollte, seinen Springer mit B3 und C4 hier zu festigen. Aber
In der Analyse von mir in PGNs steht auf jeden Fall hier noch mehr drin. Das könnt ihr euch sehr gerne angucken. Auch hier weist einen relativ klaren Vorteil. Kommen wir noch zur Dame D6. Das ist jetzt ganz einfach für den Weißen. Man nimmt einfach auf D5 raus, gibt eine Gabel und hat einen Mehrbauern. Und ja, in der Stellung beispielsweise habe ich einen Plan angegeben. Und zwar sollte man natürlich schauen, dass man hier die Kompensation von Schwarz, also das Läuferpaar, abtauscht. Dafür wäre eine Idee halt Turm B1, Bauer B3, Läufer B2. Und ja, der Springer macht schon gute Arbeit. Der deckt nämlich den C2-Bauern, so dass ja, Weiß da gar keinen Schwachpunkt hat. Und ein Abtausch von diesem Läufer gegen diesen Springer wäre auch kein Problem, weil wir haben dann natürlich ungleichschlagige Läufer, aber mit mehr Bauern und mit Türmen auf dem Brett. Damit können wir natürlich noch ganz lange weiterspielen, beziehungsweise die Bauern hier stehen natürlich auch nochmal auf Schwarz, ja, was dann auch wieder gewisse Hebeloptionen für Weiß gibt. Also Weiß hier mit klarem Vorteil hat hier definitiv nichts zu befürchten und kann die Partie ganz ruhig auf Gewinn spielen. Ja, kommen wir wieder zu der Stelle. Läufer B7, Läufer A6 haben wir gerade thematisiert. Dame C7 wäre die andere Option. Da gehen wir jetzt einmal drauf ein. Dame geht nach C7, verhindert natürlich auch wieder den Vorstoß C4. So, was machen wir? Ganz einfach, Läufer schlägt D5. So, Läufer schlägt D5 ist natürlich ein ganz spezieller Zug. Unter anderem auch dieses Jahr von mir einmal in Holland in der ersten Liga gegen den internationalen Meister Herman Groden gespielt worden. Was ist die Idee von Läufer schlägt D5? Das ist ja jetzt eigentlich erstmal unser Verteidigungsläufer. Ja, den wollen wir normalerweise nicht tauschen. Wie ist das denn gerechtfertigt? Ganz einfach, wir haben jetzt eine Blockade gegen einen Isolani und wir möchten jetzt sehr, sehr gerne dann die Läufer tauschen. Also quasi, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also die Idee wäre Läufer E5. Die beiden gegeneinander zu tauschen und dann würde dieser starke Springer gegen diesen schlechten Läufer übrig bleiben und dieser Bauer ist es schuld, weil der ist blockiert. Ja. Dadurch wird dem Läufer auf C8 natürlich allerhand genommen. Wäre der nicht da, hätte man natürlich eine gewisse Kompensation als Schwarz, aber hier fehlt jegliche Kompensation. Ich zeige euch ganz kurz mal, wie es in meiner Partie weiterging. In meiner Partie kam Dame D7, Läufer E5. Und ja, hier in der Stellung natürlich kann man auch F6 machen, das hätte mein Gegner machen können, aber auch nach Läufer F4 habe ich natürlich die Idee, Dame D2, Läufer H6 oder aber sogar mein Läufer später vielleicht sogar nach D4 zu stellen. Ja, in meiner Partie, wie gesagt, kam einfach Läufer B7. Jetzt habe ich genommen und die Stellung später gewonnen. Könnt euch die Partie ganz gerne mal angucken, aber grundsätzlich natürlich, was man hier nur wissen muss, ist, der Kollege bleibt dort, ja, und dann natürlich die beiden sind Problemkinder von Schwarz. Einmal natürlich der D5, weil er ein Isolani ist. Andererseits der D5 schränkt den Läufer auf B7 total in seiner Bewegungsfreiheit ein. Und der Springer kontrolliert natürlich auch das wichtige Feld F3, sodass der Weißspieler keinen Mattangriff zu fürchten hat. Denken wir einmal an spätere Endspiele, dann ist natürlich auch auffällig, der Bau auf D5 ist jetzt nicht besonders hilfreich, um das Feld D4 abzudecken. Also in Endspielen natürlich könnte man als Weißer auch relativ gut ganz schnell nach D4 über die schwarzen Felder und ja, dem D5 natürlich große Probleme bereiten. Ja, das war's zu der Variante. Jetzt sind wir mit Springer GE7 fertig. Und ja, ich wünsche euch damit viel Erfolg. Wie gesagt, schaut euch da auch nochmal die Beispielpartien an. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Kapitel.